herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Doorways, Chapter 1 und 2. Wie ihr seht, habe ich gerade aus Versehen auch noch einen Screenshot mitgenommen, weil ich aus Versehen nicht nur Taste F12, sondern auch noch mit dem Fingernagel irgendwie F11 gedrückt habe. Ja, herzlich willkommen zurück auf der Spieleflut mit dem nächsten Teil von Doorways. Und wir haben in der letzten Folge, sind wir diesen anderen Stacheln hier entkommen. Kurz Schluck trinken, Moment. Und hängen hier jetzt aktuell so ein kleines bisschen fest, weil hier ist irgendwo eine Tür aufgegangen. Ich weiß aber nur nicht wo. Weil ich hier so circa gar nichts sehe. Ne, ich gehe jetzt nochmal kurz den Weg hier zurück. Ich bin ja hier die Treppen runtergekommen in der letzten Folge, ne? Und hier ist doch dieses Loch. Ich muss mal gucken, komme ich da... Tatsache, ich komme hier durch. Hier komme ich wieder raus. Wo hänge ich denn gerade fest? Ach so. Hä? Okay, einen geheimen Raum gefunden? Auch geil. Ach, guck mal einer an. Ich habe noch ein Relikt gefunden. Der ist gepfählt worden, oder was? Lass mich noch mal eben gucken. Relics. Tatsache, der ist gepfählt worden. Oder der? Oder die? Der sitzt geknebelt da. Der ist gepfählt worden. Ach du Schande, die armen Schweine hier. Gucken wir uns hier nochmal eben um. Sonst ist hier nichts, ne? Ne, hier ist auch keine Tür gewesen, die noch aufgegangen wäre. Das heißt, ich muss ja dann hier, glaube ich, wieder hoch. Genau, hier komme ich wieder raus. Ja, aber wo geht denn jetzt die Türe auf? Ich muss ja dann hier nochmal zurück, ne? Gehen wir nochmal eben hier zurück. Muss ja dann noch mal eben kurz hier drüber springen. Au. Ja. Das war etwas zu kurz. Fangen wir noch mal von vorne an. Ja. Das war etwas zu kurz gewählt, der Abstand. Dann nehmen wir ihn hier noch. Und ihn hier noch. Und ja, super. Hier muss doch irgendwo eine Tür aufgegangen sein, oder? Was war denn hier hinten noch? Mich mal eben hier umgucken. Nee, 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 da ist nichts mehr. Eben hier drüber springen. Hier ist auch nichts. Ja, von hier bin ich hergekommen. Hier bin ich hergekommen. Hier war der Folterbereich. Aha. Okay, das ist jetzt die Türe. Okay. Gehen wir mal hier runter. Ah. Nicht meinen Timer gestellt. Hier habe ich... Okay. Jetzt muss ich mir merken, welche Reihenfolge. Dreieck, rund, das und das. Also das Dreieck, das Runde, das Kreuz... Oder anders gesagt, das Dreibein, das Runde, das Kreuz und der Käfig. Das Dreibein, das Runde, das Kreuz und der Käfig. So, das Dreibein. Das Runde.
Das Kreuz und der Käfig. Das Dreibein. Das Runde. Das Kreuz und der Käfig. Das Dreibein. Okay, alles klar, haben wir geschafft. Jetzt geht's hier rechts weiter. Was ist denn hier? Mal eben gucken. Dass ich hier in keine Falle tappe. Oh, hier ist die Tür noch zu. Da hinten ist wieder ein Relikt. Kann ich nicht durchkriechen, ne? Hier drunter durch? Ne, kann ich nicht. Okay, hier müssen wir nachher hin zurück, auf jeden Fall. Und dann müssen wir erst hier noch weiter. Ach, guck mal, hier ist wieder so ein Ding. Ja. Ach so. Dreibein. Okay, Dreibein, Kreuz, Rund, Käfig. Dreibein, Kreuz, Kreis und Käfig. Dreibein, Kreuz, Kreis und Käfig. Super. Dreibein, Kreuz, Kreis und Käfig. Dreibein, Kreuz. Kreis und Käfig. Dreibein. Kreuz. Kreis und Käfig. Oh. Dreibein. Kreuz. Scheiße. Fuck. Ich spring mal direkt durch. Oh, danke. Da habe ich auch Schwein gehabt. Oh Mann. Boah. Also wurden hier nicht nur Männer gefangen gehalten. Auch Frauen. Boah, diese Sequenzen, ne? Die machen mich am meisten fertig. Ich glaube, ich gehe hier erstmal kurz die Treppe runter. Denn hier hinten haben wir wieder was. At that moment I remember wondering, is all of this just my imagination? Perhaps now I should add, or is it a figment of the broken memory of this maniac? Okay, also momentan wundert er sich halt, ob das wirklich nur seine Einbildung ist. Aber eigentlich müsste er hinzufügen, dass es, ob es nicht vielleicht ein Fragment vom ja, wie soll man sagen, ob es nicht vielleicht ein Fragment von dem zerstörten, von der zerstörten Erinnerung dieses Verrückten ist. Mania kann man, glaube ich, so sagen, oder? Could the background of the tortured and murdered victims of this chamber have something to do with it? They were accused of witchcraft. Maybe something esoteric tainted their souls. And now, hundreds of years later, I'm being poisoned by their curse. Ja, er fragt sich jetzt momentan, ob das gegebenenfalls der Hintergrund dieser gefolterten und ermordeten Opfer ist, was etwas damit dem Ganzen zu tun haben könnte. They were accused of witchcraft. Also sie wurden wohl der Hexerei irgendwie bezichtigt. Maybe something esoteric tainted their souls and now hundreds of years later I'm being poisoned by their curse. Also als wäre da halt so ein Fluch irgendwie. This line of thought made me remember one of the details of the investigation that brought me to this place. A girl had gone missing in the proximity of these woods. An unfortunate teenager that, after some inquiries, I linked to Wiccan practices. Had she been kidnapped and tortured to pay for her heresies? Jetzt muss ich gerade mal selber überlegen, weil the line of thought made me remember one of the details of the investigation that brought me to this place. Okay. Also der Gedanke hat mich jetzt irgendwie an was erinnern lassen, was mich hier zu diesem
Ort geführt hat. Ein Mädchen, es wurde vermisst. Oder in den Wäldern vermisst. An unfortunate teenager that after some inquiries I link to Wiccan practices. Also ein etwas, ja, Teenager war wohl etwas, ja, unglücklich kann man nicht sagen, ne? Jemand, der Pech hatte. Das ist schon echt krass. Had she been kidnapped and tortured to pay for her heresies? Okay, heresies, sind das Vorfahren oder was? Also, dass das Mädchen gekidnappt wurde, weil for her heresies, ich weiß gar nicht, was heresies ist. Lass mal eben hier durchgucken. Hier muss doch auch noch irgendwie was. Ach, guck mal, hier ist schon wieder ein Hebel. Ach, das ist der Hebel für die eine Tür, ne? Wo wir vorhin nicht durchgekommen sind. Das heißt, wir werden da jetzt mal ganz, ganz flott wieder zurückgehen. Alles klar. Ach du Scheiße. Zweimal das Dreibein, einmal der Kreis, zweimal das Kreuz, einmal der Käfig. Okay, zweimal Dreibein, einmal Kreis, zweimal Kreuz, einmal Käfig. Okay, zweimal Dreibein. Jetzt muss man gerade gucken, wo fange ich denn hier am besten an? Zweimal Dreibein. Einmal Kreis. Zweimal Kreuz. Und dann einmal Käfig. Wo ist denn der fucking Käfig? Ich sehe nichts. Wo ist der scheiß Käfig? Ist der da hinten? Ich sehe nichts, ey. Das ist ja furchtbar. Einmal Käfig. Ja, hier ist der Käfig. So. Zweimal Dreibein. Einmal Kreis. Zweimal Kreuz. Und dann können wir hier zurück. Oh, Schwein gehabt. Gut, können wir hier wieder rum. Was haben wir jetzt? Mhm. Dreibein, Kreis, Kreuz, Käfig, Kreuz, Kreis. Dreibein, Kreis, Kreuz, Käfig, Kreuz, Kreis. Kriegen wir das hin? Hahaha. Nee, scheiße. Warte mal. Ne? War hier nicht vorhin so eine scheiß Statue, die hier gestanden hat? Moment. So, was hatten wir jetzt? Dreibeinkreis, Kreuz, Käfig, Kreuz, Kreis. So. Dreibein. Kreis. Kreuz. Käfig. Kreuz. Ja, super. Sind wir durch. Ja. Dann wieder hier hoch. Ah, guck mal, jetzt geht die Tür wieder runter. Und jetzt müsste ja irgendeine andere Tür aufgehen, ne? Aha. Hallo? Okay. Okay. Da hinten müssen wir nachher nochmal hin, wegen dem Relikt. Wie komme ich denn da an das Relikt ran? Das muss ich auch noch holen. Müssen wir da erst hier hin?
Ich gehe mal eben hier rechts gucken, ob hier irgendwas ist. Oha. Kommen wir da rüber? Ich versuche mal gerade rüber zu kommen. Und hepp. Boink. Habe ich mir voll die Stirn angeschlagen. Gehe ich mal eben hier rüber? Komme ich denn da überhaupt rüber? Da ist zu. Ja, hier scheint auch zu, ne? Okay, aber da hinten komme ich auch nicht rüber, glaube ich, ne? Ich probiere das nochmal eben aus, aber ich glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht. Und hepp. Nee. Ich glaube, das klappt nicht so ganz. Na, dann lasst uns mal hier weiter geradeaus gehen. Hier geht's weiter. Hier geht's nicht so wirklich weiter, ne? Nee. Nee, zumindest nichts, was ich... Nee, zumindest nichts, was ich machen kann. Und ich glaube hier dann auch nicht. Aber ich will einfach mal alles abgrasen, weil ich nicht weiß, ob hier vielleicht noch irgendwo Hinweise sind. Aber, na, scheint nicht so. Also ich glaube, wir müssen wirklich dem straighten Weg folgen. Was haben wir hier? Hier haben wir noch was. Ja. I remember having felt great relief when I left behind those sinister dungeons with their dark halls and their whispers. The presence of those accusing, tortured souls was killing me at every step. I didn't do this! Once in the clearing, the tranquility of having found an exit was interrupted by the sudden notion of my finding me once again in the dark woods. Those haunting shadows were starting to drive me insane. Ja, also er hat sich mal richtig erlöst gefühlt, wenn er, als er diese Dungeons oder diese Folterkammern hinter sich gelassen hat. Also die Präsenz dieser, ja, gefolterten Seelen hat ihn wirklich fast verrückt gemacht, um es mal so ganz allgemein zu übersetzen. I didn't do this. Ich habe das nicht getan, okay. Once in the clearing, the tranquility of having found an exit was interrupted by the sudden notion of me finding me once again in the dark woods. Okay. Also er hat sich wieder in den dunklen Wäldern wiedergefunden, so nach dem Motto. Und ja, es macht ihn gerade ziemlich verrückt. Still, something kept me moving forward. I knew I was closer than ever to the place I needed to find. I was determined to discover the truth. Whoever was responsible would pay for the suffering he caused. Ja, also irgendetwas hat ihn wirklich dazu bewegt, einfach weiterzugehen und weiterzumachen. Ich wusste, ich war näher als... Ja, näher an dem Platz oder an dem Ort, den ich finden musste, als ich jemals war. Also ich war wirklich getrieben, die Wahrheit zu entdecken. Wer auch immer für das verantwortlich war, würde irgendwann dafür bezahlen, was er hier an, ja, Leid auf die Welt gebracht hat, sage ich jetzt mal so. Aber ich würde ganz gerne noch dieses Relikt da hinten holen, was wir nicht holen konnten. Und ich weiß nicht, ob wir das nochmal holen können. Deswegen, ich mache ja nochmal kurz eine Pause. Ich würde das echt gerne haben, das Relikt. Und dann gucken wir nämlich in der nächsten Folge nochmal, ob wir das irgendwie kriegen können. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mit dabei zu sein hier bei Doorways Chapter 1 und 2. Und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder auf dem Spieleflut-Kanal. Bis dahin, ciao!